Boah, Freunde, ich muss mich richtig beeilen. Ich habe gleich Fußballtraining und ich bin schon viel zu spät dran. Und immer wenn ich zu spät komme, wird mein Trainer immer direkt richtig sauer. Mann, ich will doch Profifußballer werden. Da darf man nicht zu spät zum Training kommen. Oh Mann, ansonsten, wenn ihr auch gerne Fußball spielt, lasst jetzt mal auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich, dass ihr auch gerne Fußball spielt. Boah, ich hoffe, dass mein Trainer nicht sauer sein. Oh, oh, schaut mal, Freunde. Mein Trainer, der ist schon da. Der ist da vorne. Der schreibt irgendwas an die Tafel. Oh, oh, wir sollten uns lieber beeilen. Oh, komm schon, Lumi. Hab keine Angst. Dein Trainer wird schon nichts sagen. Oh. Na, na, na. Oh, oh, oh. Lumi, da bist du ja endlich. Du bist 10 Minuten zu spät. Zu spät? Ich dachte, sie meinten gestern zu mir, dass wir uns ab sofort 15.10 Uhr treffen. Mhm. 15 Uhr, habe ich gesagt. Du weißt, was das bedeutet. Ich habe schon alles aufgebaut hier für dich. Oh nein. Ich glaube, heute gibt's wieder Ausdauertraining. Das kann ich ja mal so gar nicht. Herr Trainer. Aber Sie wissen doch, ich mache nicht gerne Ausdauertraining. Naja, wer zu spät kommt, kann auch Ausdauertraining machen. Ab die Schuhe an und dann los auf den Platz. Okay, und was soll ich machen? Ist heute etwas Slalomlauf dran oder was soll das hier? Oh ja, zunächst mal Slalomlauf und danach musst du hier drüber springen. Und anschließend gibt's noch Liegestütze. 10-mal pro Runde. Was? 10-mal pro Runde? Warte mal, ist das etwa... Wie nennt man das nochmal? Hürdenlauf. Das kann ich aber auch nicht. Und ich kann auch keine Liegestütze. Oh Mann, Herr Trainer, Sie wissen doch, ich bin nicht gut in sowas. Naja, du wolltest Fußballprofi werden. Das wird nicht jeder. Und jetzt hör auf zu weinen und fang an zu rennen. Ich habe keine Lust mehr auf das Geweine. Mann, ja, du hast ja recht, Herr Trainer. Okay, dann würde ich sagen bei 3, oder? Ich stopp die Zeit. 3... 2, 1 und los geht's! Okay, komm schon, Slalomlauf kriegst du hin, Lumi, streng dich an! Schneller, Lumi, schneller! Oh ja, ich mach doch schon! Okay, jetzt Hürden laufen, komm schon und Sprung! Sprung, 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 Sprung! Ich bin gestolpert! Lumi, steh auf! Wer will denn so Fußballprofi werden? Was machst du denn? Oh Mann, ich hab mir wehgetan, Herr Trainer. Ach Gott, das gibt's doch nicht. Steh jetzt auf und mach weiter. So wird aus dir nie was. Oh Mann, ich hab mir wehgetan. Ja gut. Und jetzt Liegestütze, oder was? Oh ja, bis zum Boden runter. Auf geht's. Okay. 1 und 2. Oh, ich kann nicht mehr. 3. Das macht ja meine Oma schneller. Auf geht's, Lumi. 4. 5. Oh, ich kann nicht mehr. Bitte, Herr Trainer, lassen Sie uns eine Pause machen. 5 Stück noch. Jetzt stell dich nicht so an, Lumi. 6. 7. 8. Komm 2 schon. Noch. Komm schon. 9. Komm schon, der letzte, Lumi. Und 10. Das war so anstrengend. Ich muss direkt mal was trinken. Das Wetter ist auch heute viel zu heiß. Oh Gott, war das anstrengend. Genügt das für heute, bitte? Was soll ich sagen? Wenn du kein Fußballprofi werden willst, dann ja. Aber ich dachte, du willst Profi werden. Ja, schon, aber heute ist es wirklich zu heiß draußen. Kann ich nicht einfach nach Hause gehen und wir machen morgen weiter? Naja, die Einstellung von dir kenne ich ja. Kein Wunder, wird aus dir nichts. Oh, wie aus mir wird nix. Ich werd mal später Superheld, du Blödmann. Hey, was hast du zu mir gesagt? Gar nix. Wir sehen uns, Herr Trainer. Oh Gott. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Oh ja, ich mache ja schon. Beruhigen Sie sich. Oh Mann, das ging aber gerade noch mal so gut. Oh, ich hätte nicht so frech sein dürfen. Aber na gut, Freunde. Reicht doch mit Training für heute. Ist doch echt doof. Erst muss ich Slalom machen. Da muss ich noch über diese komischen Teile springen. Ich habe mir auch noch wehgetan. Und da musste ich auch noch Liegestütze machen. Oh, voll der dumme Tag. Ich werde jetzt einfach nach Hause gehen. Schaut mal, da oben wohne ich. Da ist meine Wohnung. Oh Mann. Außerdem muss ich auch noch Hausaufgaben machen. Habe ich ja voll vergessen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal schnurstracks nach Hause. Oh Mann, am Ende kriege ich noch wieder Ärger, weil ich zu spät bin. Nur weil der Herr Trainer sich wieder verspätet hat. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich oben in der Wohnung angekommen bin. Bis gleich, Freunde.
Oh Mann, ich hasse es, Treppen zu steigen. Warum muss ich auch im obersten Geschoss wohnen? Oh Mann, aber schaut mal, ich bin jetzt endlich oben angekommen. Und tada, da ist mein Zimmer. Boah, ich muss sagen, ich habe eines der coolsten Wohnungen hier in der ganzen Stadt. Ich bin auch echt dankbar dafür, dass es hier so cool aussieht. So, erstmal abschließen, so damit auch keine Einbrecher hier reinkommen. Okay, so, jetzt würde ich sagen, muss ich mir erstmal die heutigen Nachrichten anschauen. Aber bevor wir das machen, gehe ich erstmal kurz aufs Klo. Das ganze Sport machen war echt mordsanstrengend. Hier ist mein Bad und da ist mein Klo. Ich würde sagen, ich gehe erstmal kurz aufs Klo jetzt. So, und... Oh. Oh, hey, was? Hört auf zu lachen, das ist gar nicht lustig. Oh Mann, warum müsst ihr denn immer bei allem lachen, ihr Blödmänner? Oh, reicht jetzt auch. So, und spülen. Dann nicht vergessen, Hände zu waschen. Okay, jetzt bin ich aber bereit. Dann würde ich sagen, bin ich auch schon bettfertig und kann mir noch die heutigen Nachrichten angucken. Dafür hole ich einmal kurz mein Smartphone raus. So, dann schauen wir doch mal. Nachrichten. Genau. Und öffnen. Wie Sie bereits sehen, befinde ich mich gerade an einem Tatort, an dem eben ein Verbrechen begangen wurde. Doch eine Person kam uns zur Hilfe. Ein Superman. Oh. Und zwar niemand geringeres als Spider-Man. Was ist denn da schon wieder passiert? Er versucht uns zu beschützen. Ohne ihn wäre unsere Stadt bestimmt schon längst zerstört. Wir danken ihm mit ganzem Herzen. Und jetzt würde ich sagen... Okay, das reicht aber jetzt auch mit Nachrichten für heute. Habt ihr das gehört? Anscheinend ist ein Superheld namens Spider-Man in der Stadt. Und er beschützt uns gerade alle vor den Bösen. Boah, ich wünsche, ich wäre auch so ein cooler Superheld. Aber na gut, ich würde sagen... Ich muss jetzt erstmal ins Bett schlafen. Wie gesagt, morgen steht eine Mathearbeit an. Oh, da würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns morgen früh wieder. Macht's gut. Warte mal. Habt ihr das auch gehört? Irgendwas hat richtig laut geknallt draußen. Das klang wie eine riesige Explosion. Und ich höre irgendwie so eine Alarmanlage. Irgendwas ist angegangen. Was zur Hölle geht denn... Was zur Hölle geht denn da unten vor sich? Da ist irgendwas explodiert. Da ist ja auch alles kaputt. Und was sind das für schwarz angezogene Menschen da? Das sind irgendwelche Verbrecher schon wieder. Was zur Hölle geht da vor sich? Oh nein, wann kommt denn die Polizei? Irgendjemand muss doch... Was unternehmen? Warte mal, seht ihr das? Da fliegt jemand. Oh, nein, ist das etwa... ist das etwa Spider-Man? Boah, ich glaube, der kommt zur Hilfe. Komm schon, Spider-Man, mach die weg. Oh, der schießt seine richtig coolen Spinnnetze. Ja, du machst das super. Der hat sich einfach nach oben gezogen. Boah, mit seinen coolen Spinnnetzen. Mach sie weg, Spider-Man. Du bist der Beste. Komm schon, mach sie alle Platz bei dir. Oh, boah, guckt euch das an. Spider-Man, du bist der Beste. Komm schon, rette die Stadt. Ja, weiter so, Spider-Man. Supi-dupi machst du das. Oh, oh, er versucht wieder zu verschwinden. Nein, Freunde, wir müssen schnell nach unten. Ich muss mit ihm reden. Ich brauche doch unbedingt ein Foto und ein Autogramm von ihm. Die Chance kann ich mir doch nicht entgehen lassen, dass ich einfach Spider-Man vor meiner Haustür habe. Oh, komm schon, wir müssen ganz schnell nach unten. Spidey, bitte warte auf mich. Oh, das erste Mal sehe ich Spider-Man in echt. Ich dachte immer, das ist nur ein Mythos, aber ihn gibt's ja wirklich. Wenn ihr Spider-Man auch so cool findet, lasst mal unbedingt ein Like schnell da. Das wäre richtig cool von euch. Okay, jetzt aber echt ganz schnell ab nach unten mit uns. Oh, komm schon, Spidey, ich darf mir das nicht entgehen lassen. Oh, hier brennt ja alles. Oh Mann. Wartet, da vorne ist Spidey. Boah, Spidey. Er steht einfach da. Spidey. Hörst du? Hörst du mich, Spidey? Oh, ja, bleib stehen. Wir müssen ein Foto machen. Spidey, ey, komm schon, bitte. Nein, was soll denn das? Spidey, bitte. Komm schon, wir müssen ein Foto machen. Ey, aua. Ey, du hast mich festgeklebt, du Blödmann. Ich kann mich nicht bewegen. Was soll das denn? Bitte, Spidey, bleib hier. Oh Mann, ich wollte doch nur ein Foto machen. Warum rennt der denn jetzt weg, der Blödmann? Mann, oh.
Einmal habe ich die Chance gehabt, mit Spidey ein Foto zu machen und jetzt haut er einfach so ab, Mann. Oh Mann, und hier unten ist echt alles kaputt und die Polizei kommt mal wieder nicht helfen. Mann, das gibt's doch nicht. Was ist das eigentlich für ein Müll hier? Ich wollte doch einfach nur ein dummes Foto machen. Ich gehe wieder nach Hause, Manno. Boah, Mann, der Tag ist echt wirklich beschissen. Ich habe einmal die Chance, ein Bild zu machen und... Hey, stehen bleiben. Was ist ein Überfall? Was für ein Überfall, du Dummkopf. Mach dich aus dem Weg. Heute ist ein doofer Tag. Ich habe keine Zeit für solche Spielchen, Mann. Hey, gib mir deinen Diamanten. Sieht ja noch im Spaß aus, dieses Messer? Hey, nein. Pack mal das Messer weg. Was willst du von mir? Willst du mich gerade wirklich ausrauben? Natürlich. Sehe ich aus, als würde ich Witze machen. Gib mir jetzt deine Diamanten her. Komm schon, gib her. Mann, das hat mir gerade noch gefehlt. Wo bleibt dieser Dummkopf jetzt? Jetzt könnte er mir echt mal helfen, komm. Mach schneller, komm schon, gib die Diamanten her. Ja, meinst du etwa diese Diamanten? Ich mach keine Späße mehr, gib mir die Diamanten her. Ja, ich zähle die nur noch mal ganz kurz. Jetzt beeile dich schon, Spider-Man, wo bist du? Ich brauch deine Hilfe, du Dummkopf. Meinst du wirklich die hier, ganz sicher? Willst du mich veräppeln? Jetzt gib die Diamanten her, oder es kocht. Also, ich hätte auch noch Blöcke. Beeil dich, Spider-Man! Ja, beruhig dich doch. Warte, Freunde, hört ihr das? Ich glaube, er kommt. Was ist das? Jetzt ist dir nicht mehr zu helfen. Jetzt ist alles zu spät, du Dummkopf. Was zur Hölle? Spidey, da bist du! Du hast ihn! Du hast ihn vernichtet! Danke! Du hast mir mein Leben gerettet und meine Diamanten! Aber alles gut, ich werde dich nach keinem Foto mehr fragen. Ich weiß, dass du auch zu tun hast. Ich danke dir von ganzem Herzen, aber ich weiß, dass du jetzt weiterarbeiten musst. Wir sehen uns dann. Oh Mann, oh. Hey Kleiner! Doch. Bleib stehen! Spidey? Du kannst ja doch reden, ich dachte, du kannst nicht reden. Natürlich kann ich reden, aber das mache ich nicht so gerne. Ich bin hier zum Arbeiten. Ja, klar. Nochmal vielen Dank, dass du mir geholfen hast vor dem Verbrecher. Der wollte mich nämlich beklauen. Willst du vielleicht dafür meine Diamanten? Ich gebe dir alle, wenn du magst. Nein, da halt die Diamanten für dich. Das ist mein Job. Oh ja, richtig cool, Mann. Oh ja, also eigentlich will ich dich auch gar nicht weiter aufhalten. Ich würde wieder nach Hause gehen. Also du brauchst mir nicht mehr weiterhelfen, Spidey. Nein, aber vielleicht brauche ich deine Hilfe. Warte, was? Du, Spidey, du brauchst meine Hilfe von mir, der kleine Lumi, wie kann ich dir helfen? Ich würde dir liebend gern helfen, Spidey. Du merkst doch, die Verbrechen in der Stadt werden immer mehr und mehr. Es wird immer brutaler. Und langsam schaffe ich das nicht mehr. Meine Knochen werden schwerer. Ich bin nicht mehr der Fitteste. Ich merke schon, letzter Zeit gibt es echt viele Verbrechen in der Stadt. Aber auf was willst du hinaus? Meinst du etwa, du brauchst jemanden, der dir dabei hilft, die Verbrechen zu bekämpfen? Genau. Und ich weiß, das klingt jetzt im ersten Moment verrückt. Aber ich möchte dich adoptieren und dir alles beibringen, was ein Spider-Man so kann. Warte, was? Du willst mich adoptieren und mir beibringen, wie man gegen Verbrechern kämpft und wie man ein richtiger Spider-Man ist? Das willst du mir beibringen? Genau, ich möchte dir alle Fähigkeiten beibringen, wie du mit Spinnweben werfen kannst, wie du dich durch die ganze Stadt taumeln kannst. Alles, aber du musst das auch unbedingt wollen. Wir machen keine halben Sachen mehr. Ob ich das will, das ist doch keine Frage. Natürlich will ich das, Spidey. Boah, Leute, Spidey will einfach meine Hilfe. Er meinte sogar, dass er mich einfach adoptieren will. Boah, wie cool. Also ich glaube, heute ist wirklich der beste Tag meines Lebens. Ja, Spidey, Daddy, worauf warten wir? Ich bin natürlich direkt dabei. Ich will auch so cool werden wie du. Und ich werde dir jeden Tag zur Seite stehen. Perfekt. Dann würde ich sagen, auf los geht's los. Folg mir. Ich zeig dir nun, was du alles machen musst. Okay, ja, dann folgen wir dir mal. Okay, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, Freunde.
Oh, wann sind wir da? Wo laufen wir hin, Spidey? Komm schon. Hat dich jemand gesehen? Hast du was gesehen? Wurdest du beobachtet? Nein, wir sind alleine. Es ist mitten in der Nacht. Ich glaube, uns ist keiner gefolgt, aber ist hier unten nicht der Supermarkt? Was machen wir beim Supermarkt, Spider-Man? Komm mit. Dich darf keiner sehen. Wenn du denkst, das ist ein Supermarkt, denkst du wie die anderen. Das ist viel mehr als nur ein Supermarkt. Aber komm mit. Hier geht doch meine Mama und ich auch immer einkaufen. Ich weiß, dass hier ein Supermarkt ist. Siehst du, hier kann man Sachen kaufen. Halt, weißt du, ein Supermarkt halt. Ja, ich weiß. Guck mal, du siehst hier ein bisschen, da hinten gibt's Essen und so weiter. Hier gibt's Karotten, hier gibt's Kartoffeln. Aber das brauchen wir nicht. Komm mit. Bist du dir denn sicher, dass du der richtige Spider-Man bist? Also ich frag nur, weil, was macht Spider-Man denn in einer Einkaufs... Ey, Hauer! Ey, du hast mich schon wieder eingenetzt! Aua, ich kann mich nicht bewegen, Spidey! Natürlich bin ich der richtige Spider-Man. Stell mir ja nicht solche Fragen. Aber jetzt komm mal mit. Du musst ruhig sein. Okay. Ich hoffe mal, jetzt kommt gleich noch irgendwas. Sonst wäre es echt ein bisschen komisch, Freunde. Ja, also hier gibt's Zahnbürsten und Zahnpasta und Süßigkeiten. Was machen wir hier? Du hast genug geschaut. Komm mal, jetzt stell dich mal hier vorne dran. Du musst hier kurz warten. Vertrau mir aber. Denk nicht drüber nach. Gib mir 2 Sekunden. Was macht der da? Hey, ich hab gesagt, du sollst stehen bleiben. Ja, ich guck doch nicht. Bleib stehen. So, komm runter. Schnell. Rein. Was zur Hölle? Wie hast du... Spidey, wo sind wir? Was hast du hier? Wo sind wir? Wir sind im Supermarkt. Du hast irgendeine Tür aufgemacht. Die war vorher gar nicht... Beruhig dich. Du bist in meiner Geheimbase. Was ist das denn? Spider-Man-Anzüge. So weit, so viele, so groß. Wie cool. Ich nehme alles zurück. Du bist ja wirklich Spider-Man. Ist das etwa deine geheime Spider-Man-Höhle, in der wir gerade sind? Natürlich. Und du weißt ja, was geheim heißt. Das heißt, du darfst das bitte niemandem sagen. Sonst haben wir beide ein Problem. Du kannst auf mich zählen. Ich werde doch niemandem verraten, dass hier deine geheime Spidey-Höhle ist. Die ist viel zu cool. Du musst mir alles zeigen. Was ist das hier? Was ist das an der Wand hier? Ruhe. Wir machen Stück für Stück. Also, erst einmal zeige ich dir die Anzüge. Und am Ende, wenn du dich gut verhältst, darfst du dir einen eigenen Anzug aussuchen. Wirklich? Versprochen. Aber da musst du mir zuhören und genau das machen, was ich dir sage. Versprochen? Ja, natürlich. Okay, schau mal. Du siehst hier diese 5 verschiedenen Anzüge. Und jeder hat seine besondere Fähigkeit. Und zwar... Was macht der hier, der Schwarze? Oh, du hast schon den Schwarzen gesehen. Das ist der Brutalste. Der schießt schwarze Spinnweben. Die machen so viel Schaden, glaub mir. Das glaube ich nicht. Das musst du mir zeigen. Wirklich? Ja? Ich weiß nicht, ob ich dich damit abschießen soll, denn sonst bist du nicht mehr unter uns, glaub mir. Nein, nicht an mir, aber ich will sehen, dass du schwarze Spinnennetze schießen kannst. Mach schon, Spidey, sonst glaube ich dir nicht, dass du Spider-Man bist. Schau mal, es tut aber vielleicht weh. Siehst du das? Oh Gott. Okay, reicht schon. Hör auf damit, aua, ich will davon nicht getroffen werden. Du hast recht. Du kannst wirklich schwarze Spidey-Netze schießen. Okay, ich nehme alles zurück, Spider-Man. Hab ich doch gesagt. Und das war nur der Anfang. Schau mal diese Rüstung hier an. Die hat damals schon mein Großvater getragen vor über 50 Jahren. Ja, die riecht doch ein bisschen komisch irgendwie. Aber egal. Was macht der hier? Naja, das ist, glaube ich, deine Rüstung. Das ist der Baby-Spider-Man. Ich glaube, der passt dir am besten. Oh ja, ich glaube, der würde mir echt gut stehen. Was meint ihr, Freunde, wenn er mir gut stehen würde? Lasst mal unbedingt ein Abo da. Ich würde ihn auf jeden Fall gleich anziehen. Ja, okay, Spidey. Achso, das ist ein normaler Anzug. Den habe ich ja schon gesehen. Was ist das hier? Was leuchtet da so grün drin? Was ist das? Okay, du weißt, was das ist, oder? Kennst du Batman? Batman kenne ich, ja. Batman hat das sonst immer bei sich in seiner Base. Warum hast du das auch? Ist das nicht... Ist das etwa Kryptonit? Richtig, ich habe das in einer unglaublichen Schlacht gegen Batman geklaut. Glaub mir, das war eine Schlacht, wirklich. Das habe ich gewonnen. Und seitdem ist es hier in meiner Base, denn ich bin der bessere Held. Ich verstehe schon. Okay, jetzt will ich aber wissen, was das da oben ist. Das sieht irgendwie aus wie so eine... Ist
das eine Waffe? Richtig, du kannst dir eine raussuchen. Welche möchtest du? Ah, ich nehme die da. Okay. Aber sei vorsichtig. Wehe, du schießt mich damit ab. Nein, nachladen und Feuer! Hey! Nicht hier zu Hause! Nicht hier zu Hause! Hier wird alles dreckig, voller Schleim! Ist das etwa eine Schleimkanone? Boah, direkt nach meinem Pew! Ey, ich hab gesagt, nicht hier in meiner Base. Hier wird alles dreckig. Tut mir leid, Spidey. Okay, ich mach das nicht nochmal. Ich seh, du hast einen richtig guten Fernseher. Können wir Spider-Man gucken im Fernsehen? Wenn du unbedingt möchtest, aber möchtest du nicht lieber ein eigener Spider-Man sein? Oh ja, das hört sich besser an. Ja, also okay, ich glaube, du hast mir genug von deiner coolen Spider-Man-Base gezeigt. Es ist jetzt mal an der Zeit, dass ich mir einen aussuche. Spidey, du meinst ja, das ist der Babyanzug für kleine Kinder. Ich würde gern den hier haben wollen. Darf ich mir den jetzt nehmen? Du darfst ihn ja nehmen. Komm schon, du darfst. Ja, dann nehme ich mir mal die Maske, das T-Shirt, die Hose und die Schuhe. Okay. Na los, zieh sie an. Ich bin so gespannt, wie du aussiehst. Okay, ich zieh's an. Die Schuhe, die Hose, das T-Shirt und die Maske. Wie cool siehst du aus? Oh, wie ein kleiner Spidey. Wie cool. Ich bin einfach Spider-Man jetzt. Aber ich will jetzt auch Spider-Man-Netze schießen, so wie du. Okay, das ist die nächste Aufgabe. Du siehst hier diese 5 verschiedenen Spider-Man-Shooter. Du musst dir einen davon aussuchen. Ich empfehle dir den ganz links. Oh, dann nehme ich den. Was kann ich damit machen? Ich glaube, ich kann damit... Nicht mich abschießen! Tut mir leid! Ich weiß nicht, wie das... Die Rüstungen, was machst du denn? Oh nein, ich habe alles kaputt gemacht. Mann, Spidey. Oh, Spidey, ich wollte das nicht. Tut mir leid. Okay. Hör auf zu weinen, es ist okay. Mach dir keinen Kopf. Aber wir müssen das alles wieder aufbauen nachher. Du musst lernen, mit deinen Fähigkeiten richtig umzugehen. Ja, du hast recht, Spidey. Aber ich weiß jetzt schon mal, dass ich damit richtig coole Spider-Netze schießen kann, so wie du. Das stimmt. Und wenn du dich richtig konzentrierst, kannst du auch Spinnweben verschießen und richtige Seile machen. Schau mal. Oh, das will ich auch. Und wow. Das war ein bisschen schnell. Ich habe mir meinen Kopf gestoßen. Aua. Alles gut, aber du machst das schon richtig gut. Ich bin richtig überrascht von dir. Du machst das super. Okay, aber warte mal, Was ist das? Was ist das für ein Alarm? Was ist das? Heißt es etwa, dass Verbrecher kommen oder was heißt das? Oh ja, wir müssen los. Komm schon. Oh ja, mein erster Superhelden-Einsatz. Einfach als Spider-Man, wie cool. Spidey, darf ich jetzt den Popo von den Verbrechern versohlen? Ich will auch mal sowas Cooles machen wie du. Natürlich, komm, halt dich ran, wir müssen los. Die Zeit bleibt nicht stehen, wir müssen uns so beeilen, es ist wieder irgendwas passiert. Komm schon. Los, Beeilung, Spidey, wir haben nicht viel Zeit. Wo müssen wir denn hin überhaupt? Ich glaube, mein Radar sagt Richtung Stadtmitte. Beim Fußballplatz ist irgendwas. Fußballplatz? Oh nein, nicht, dass mein Fußballtrainer wieder was Dummes angestellt hat. Ja, okay, lass uns beeilen, Spidey. Ich komme ja schon. Schnell. Oh, Spidey, guck mal. Das ist der Fußballplatz. Da spiele ich manchmal Fußball. Was ist denn hier los überhaupt? Da sind sie. Schau mal. Die schwarzen Gestalten sind wieder da. Und die haben überall Tinte gemacht. Sie wollen das Stadion sprengen. Schnell, lass sie aufhalten, Spidey. Ich würde sagen, du links, ich rechts. Wir teilen uns auf. Ich gehe nach oben, warte und zack. Boah, ich hab mich hochgeseilt. Jetzt nimmt das hier dumm Gestaltene. Weg mit euch. Oh, rangezogen. Du bist der Nächste. Und du auch. Bam, weg mit dir. Und du auch, du Blödmann. Und super machst du das. Oh, warte mal. Oh, ich glaub, war's das schon? Wir haben alle platt gemacht, Spidey. Oh, wie schnell. Das hast du gesehen, super, wie ich mich so richtig cool an den einen so, wow, rangezogen hab? Natürlich, ich bin richtig, richtig stolz auf dich. Ich glaube, wir werden ein richtig gutes Team sein in Zukunft. Oh ja, das glaube ich auch. Ich muss sagen, der heutige Tag als Spider-Man war ja mal unnormal cool. Wenn euch das auch gefallen hat, Leute,
Lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben. Das war ja mal so richtig cool. Oh Mann, wenn ihr Spider-Man mögt, lasst ein Like da. Und vergesst nicht, die zwei Videos hier neben meinem Kopf abzuchecken. Die sind auch mega cool. Ansonsten checkt auch meine Freunde in der Beschreibung ab. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge. Tschüss! Tschüss.